willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Wir sind beim dritten Part und jetzt geht's los. Das ganze Vorgeplänkel ist vorbei. Wir legen los. Ja, wir öffnen hier diese Tür. Und gehen auch ganz schnell durch diese Tür durch, wenn sie offen ist. Das ist aber die alles ein bisschen ältere Konstruktion. Weil das ist der Tod gewesen. Ein bisschen weiter. Hier oben liegt ein Schatz. Und wir finden ein Menschenbild. Sehr gut, um das menschlich zu machen. Hier muss man springen, da man sonst schon wird. Okay. Sound kann man losgehen. Heimatknochen und die Seele eines verlorenen Toten hier mal. Hier kann man einfach durchlaufen, passiert halt gar nichts. Und wir kommen in den Wald, wo die Fallen sind. Hier sind erstmal noch so ein paar Standardgegner. Aber wir müssen vorsichtig sein, weil wir wissen, habe ich kein Schild. Und ich kann ohne Schild nicht so gut noch vorsichtig sein. Ja, wird schon bedreht. Ein Wurfmesser. Muss ich wohl nicht erklären, erklärt es von alleine. Stein. Machen wir kurz den Donut, wenn wir uns reisen. Hier finden wir ein Leuchtfeuer, wo wir auch hinreisen können. Wenn wir am Leuchtfeuer rasten, respawnen auch die Gegner, die ich gerade besucht habe. Wir heilen uns zwar, aber die Gegner kommen zurück. Dann gehen wir mal weiter. Ich werde jetzt nicht rasten, weil ich nicht immer so die Gegner respawnen. Dann muss ich gar nicht. Ey, ihr lacht euch bitte mal an einen Ast. Aber ich gebe es wenigstens zu. Hier mit dem. Ai. Hier hinten steht ein Bogenschütze. Finde ich nicht so lustig. Der Bogenschütze ist eine nette Ablenkung, da rechts immer dieser herkommt. Okay, vielleicht lässt er sein Schild nicht fallen, wunderbar. Da ich euch das ganze Spiel ein wenig vereinfachen möchte, zeige ich euch noch ein paar Tricks und Kniffe. Diese drei Herren sind am Anfang eine ganz schöne Herausforderung. Deswegen fallen wir einfach mal da runter, schlauerweise, trinken einen über den Durst, nur so ich die Leiter runterklettern. Und die Herren kommen uns hinterher geklettert. Dann kriegen wir eine schöne Mitte voll, der eine kann sich nicht schnell. Dieser nette Herr, der hier sitzt, tut euch nichts, hat aber ein wunderschönes Schwert für euch. Wir sammeln die Sachen hier ein, achten dabei da oben auf den Bogenschützen. Und gehen hier weiter.
gegen die Wand schlage, weil sonst bleibt er so hängen wie ich gerade. Das ist unangenehm. So, hier oben. Eine Seele. Ums Eck. Da ist der Bogenschütze. Der mich natürlich nicht mehr drin. Und ein kleiner Sprung. Und da finden wir ein Kurzschwert. Ich denke, das werden wir benutzen können, hoffentlich. Natürlich nicht. Ja. Wir gucken mal, was brauchen wir denn dafür? Wir sind einfach zu schwach und zu unbeweglich. Dann nehmen wir weiterhin den Dolch. Ja, aber ich glaube, wir können ja eigentlich das Schwert. Okay, wir können es auch lassen. Zwar ähnlich führen, bringt auch nichts. Wir springen zurück. Was ich nicht so toll finde, ist, dass wir fast tot sind. Und wir haben noch ein ganzes Stück vor uns zum nächsten Leuchtfeuer. Wir werden den netten Herrn hier rechts jetzt erstmal in Ruhe lassen, da der doch ein wenig stark ist für uns am Anfang. Zumindest mit der Waffenkonstellation. Ah, super. Und unser Dolch geht kaputt. Ach, ist das herrlich. Patrick, irgendwelche schlauen Tipps? Ich? Ja, du. Nee. Das ist gut. Hinter dieser Ecke lauert. Dreht immer die Kamera, wenn ihr um Ecken geht, dann seht ihr solche Überraschungen kommen. Mit aktuellen Werten nicht geführt werden kann, dieses Schwert. Machen wir dementsprechend auch Schaden. Aber leider, leider ist mein Angriff eher kaputt. Fast. Noch, ja, schön, die kommen schon zu mir. Ja, was soll ich tun? Leute, was soll ich tun? Ich kann nichts machen. Außer mich ein wenig zu Wehr setzen. Ich versuche jetzt mal mit der Hit-and-Run-Taktik. Und kriege ihn mit. Ich dachte, er wäre tot. Ich dachte, er wäre tot. Scheiße, nein! Wir wollen nicht Jetto sterben. Hier, kloppt euch mit dem da. Nein! Was das Schöne an den Gegnern ist, wie man sieht, sind die begrenzt. Das heißt, lockt ihr sie zu einem gewissen Punkt, gehen sie nicht weit. Das kann man sich auch ein wenig zu nutzen machen als Tipp. Wir werden jetzt mal versuchen, den Kollegen da ganz schnell umzubringen. Wir kriegen von ihm Hülleninfanterie, Handschuhe, ein wenig andere Rüstung. Bringt keinen wirklichen Unterschied. Hier. Hinter diesem netten Schrank befinden sich Bolzen für die Armbrust, die wir noch nicht besitzen. Ich denke, wir werden jetzt mal einen Lebensstein nutzen. Füllen uns ein wenig auf. Nichts. Und kriegen von ihm hübsch den Feuer. Ich hab gedacht, das war's. Ach, du lieber.
lieber Gott, Entschuldigung, wenn ich zwischendurch ein bisschen ruhiger werde, aber das sind leider Konzentrationsphasen kurze. So, da oben sehen wir schon die Beine des nächsten Kollegen Schnürschuh, der ist nicht ganz so gut auf uns zu sprechen und da ist ein Bogenschütze. Ihr könnt erahnen, was passiert. Ich werde jetzt etwas versuchen, was am Anfang sehr hilfreich sein kann, da, wenn ihr nicht so gut aufgestellt seid wie wir hier im Moment, das nicht so toll ist, hier gegen die alle zu kämpfen. Ich werde einfach mal versuchen, hier hochzuklettern. Weil, wie ihr seht, ein Bogenschütze, ein Schwertkämpfer, ein Bombenwerfer. Am Anfang nicht die beste Konstellation, um gegen sie zu kämpfen. So kommen sie schön, zumindest der eine. Stecken. Ja, natürlich. Nummer 1 besiegt. Wir gehen ein Stück weiter. Da liegt was, da sitzt einer. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Tür auf und entdecken. Ein Leuchtfeuer ist das rein. Da gehen wir aber erstmal ran. Das Schöne ist im zweiten Teil im Gegensatz zum ersten Teil, die Waffe ist jetzt wieder ganz. Sobald ihr ans Leuchtfeuer geht und rastet, sind eure Waffen wieder in Ordnung. Hier sitzt die gute Frau. Ist ein Händler, hat auch ihr ganzes Gepäck dabei, ihr Haus. Ich weiß nicht, ob sie darin schläft, es sieht ein bisschen eng aus. Schicke Lache hat sie. So, sie ist ein Kaufmann, obwohl sie eine Kauffrau ist. Wir können bei ihr Rüstung kaufen, ein bisschen Waffen können wir bei ihr kaufen. Sie hat auch noch Lebenssteine für uns, Menschenbilder. Und sie hat den Schmiedschlüssel für Majuba. Da, wo der nette Herr im zweiten Video vor der Tür saß und nicht reinkam. Diesen Schlüssel brauchen wir. Dann hat sie noch zwei Zauber für uns. Können wir ihn noch nicht benutzen. Sie interessiert uns im Moment erstmal nicht, da wir zu wenig Seelen haben. So. Wir gehen einmal hier hoch. Und stehen vor einer verschlossenen Tür. Aber. Die Tür kaputt gemacht. Eine Truhe. Gucken wir rein. Ein kleiner Lederschild, wunderbar. Und Reparaturpulver für unsere Waffe, damit wir nicht noch mal so doof dastehen. Jetzt werden wir erst einmal den Schild ausrüsten, damit wir uns wenigstens ein bisschen verteidigen können. Wir können ihn sogar benutzen. Ist das schön. Jetzt muss ich mal kurz noch mal gucken. Für das Langschwert habe ich zu wenig Geschicklichkeit. So, jetzt können wir uns auch verteidigen. Da stehen wir nicht mehr ganz so schlecht da, auch wenn die Verteidigung nicht so hoch ist. Lasst euch nicht veralbern von Leuten, die am Boden liegen. Die stehen meistens auf und hauen ins Genick. Probiert's lieber aus, anstatt drauf loszulaufen. Eine Handaxt und ein schimmernder Lebensstein. Etwas stärker als der normale Lebensstein, der schimmernde. Ganz nett. Und die nächste Tür. Wir finden eine Mimik. Eine Estus-Flakonscherbe und ein kleiner weißer Symbolspeckstein. Der kleine weiße Symbolspeckstein ist, um sich online rufen zu lassen. Welche finde? Da. Wo ist er denn? Da ist er. Hinterlässt Rufsymbol. Damit können wir uns, wenn wir online spielen, in andere Welten verbinden lassen und anderen helfen, Bosse zu besiegen. So, wir werden jetzt, ich zeige euch noch etwas. Dieser hübsche Baum
hat einen Schatz auf sich, wo ich gnadenlos daneben springe. Oh Gott, oh Gott. Ich kann ja nicht mal so tief fallen. Oh, Reisen wollte ich nicht. Ich wollte mich heilen. Ich werde es nochmal versuchen für euch. Damit ihr auch seht, was da liegt. Wir versuchen es jetzt mal von hier. Wenn ich jetzt wieder daneben falle, dann... Ein göttlicher Segen. Wunderbar. Haben wir schon einen aufgesammelt, ganz am Anfang. Ich kann hier mal kurz. Stellt TP wieder her und heilt alle Statuseffekte. Sollten wir irgendwie vergiftet werden oder sonstiges, wird das dadurch geheilt. So, jetzt gehen wir nochmal hier raus und gucken uns nochmal um. Da wir jetzt nicht mehr ganz so. Was macht der? Feine her. Zauberuhren. Unser Schild blockt ja doch ganz ordentlich. Das finde ich ja nicht immer so schlecht. Da stehen wir doch schon etwas besser da. Gehen wir nochmal zurück zu den Kollegen da oben, wo wir eben solche Angst vor hatten und schnell vorbeigelaufen sind. Och ne. Versuchen wir zu kommen und der Kristall einfach zu schleichen. Kann ich auch versuchen anzuschleichen, wenn es klappt, klappt nicht. Hinterher springen und einfach. Ja, der hört nicht. Ich macht doch euer Ausdauer, die Sprünge leisten. Dann können wir jetzt hier hinten den Kollegen da besiegen. Und nehmen das Hauschill. Oh, jetzt werden wir mit Schillen zugeschmissen hier. Einfach keins, 103, 2, 700, 1000. Was kann denn das Schild? Das ist ein bisschen stärker. Und braucht auch wesentlich mehr Werte. Also nichts für uns am Anfang. Sind ein paar tolle Sachen. Na, tolle Sachen nicht, aber für den Anfang sind sie ganz hilfreich. Hier werden sie uns holen. Erstmal ein bisschen Fallschaden kassieren. Und auch die Münze kriegen. Wunderbar. Stehen wir immer doppelt. Der Zwillinge. Ich hätte mir nicht zu viel, sonst. Der Depot macht das. Kommen wir nicht wieder hier hoch? Und ein Mensch. Okay, vielleicht liegen wir hier gar nicht. Hier runter? Hier geht's runter. Wir wollen auf den Baum. Definitiv. Seele eines verlorenen Untoten an eine Fackel.
Schnettel, noch mehr Schnettel. Wissen, dass hier noch etwas war. Habt keine Angst vor dem Feuer, habt nur Angst vor dem Kollegen da hinten. Nehmen und unerwartet von hinten angegriffen werden. Finden wir noch eine Kleinigkeit? Dreimal Lebensstein. Und dann geht es die Leiter wieder hoch und wir geben uns zum Leuchtfeuer. Über kleine Umwege, wir gehen nochmal in Richtung, wo wir eben runtergefallen sind und fallen wieder hier rein, wo wir sehen. Ich hab das Gefühl, dass ich nicht mehr sehen wollte, ich will euch mal zeigen. Also lange muss der Deutsch jetzt noch durchhalten. So, wir begeben uns zum Leuchtfeuer. Zeit. Wenn wir jetzt diese Folge beenden, kurz nach Majula reichen und uns bei der Tante fürs Hochleveln einfach mal ein wenig in Beweglichkeit noch stecken, damit wir vielleicht mal das Kurzschwert führen können. Wir sehen uns dann einfach hier an dieser Stelle in der nächsten Folge. Ich werde hin und her reisen und bin dann einfach wieder hier. Bis zum nächsten Mal, sage ich meine liebsten Zuschauer. Tschüsschen. Tschüss.